Nervosität ist der falsche Ausdruck. Man ist ein bisschen angespannt. Man checkt nochmal alles wie ein Pilot im Cockpit, um zu gucken, ob alles wirklich da ist, ob es dem Patienten gut geht, und dann erst legen wir los. Als Druck würde ich es jetzt nicht beschreiben. Es ist halt viel Konzentration gefragt. Teile einer Operation können mal etwas schwieriger sein, wo dann die Atmosphäre insgesamt sehr konzentriert ist und natürlich auch ein bisschen ruhiger ist. Wenn so Operationen 4-5 Stunden dauern, das fordert schon ganz schön. Und während der Operation geht das meistens ganz spielend, man merkt das gar nicht so. Wenn dann aber die Operation fertig ist, dann fällt vieles von einem ab. Man versucht natürlich, wenn möglich, dem Operateur es so leicht wie möglich zu machen. Ohne Team läuft gar nichts. Team ist wichtig, das Team gewinnt und das Team verliert. Ein Operateur, 1 bis 2 Assistenten, die direkt beim Eingriff Haken halten, assistieren. Dann haben wir die OP-Schwester, die instrumentiert, die Geräte angibt, und dann im Hintergrund die kleinen unscheinbaren, aber ganz wichtigen sogenannten Springer und natürlich der Narkosearzt, mit dem der Operateur immer im Austausch ist, wenn es dem Patienten schlecht geht, wenn man sagt, es blutet. Dann aber ruckzuck ist das so normal, man macht das, was man jeden Tag macht, und das macht man einfach gerne. Den Patienten, der verletzt ist, wieder mobil zu bekommen, das ist Ziel der Unfallchirurgie. Wenn man nach 2-3 Wochen sieht, wie wirklich auch schwer verletzte alte Menschen dann auch wieder gut zu Fuß sind mit dem Physiotherapeuten, das ist mal besonders schön. Das alte Leben zurückzubringen, Sport, soziales Leben, das ist die Aufgabe der Unfallchirurgie. Da dann einfach auch den Fortschritt zu sehen und auch wirklich zu sehen, okay, man hat demjenigen jetzt halt geholfen. Macht einfach Spaß.